Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario Odyssey. Wir sind noch am Strand, im wunderschönen Blubberstrand des Küstenlandes, werden nun aber unsere Reise fortsetzen. Drei weitere Monde haben wir im letzten Part noch gesammelt, was eigentlich ziemlich wenig ist. Stehen also insgesamt jetzt bei 213 Monden, was eigentlich ganz schön ordentlich ist. Bevor ich jetzt losreise, sorry, dass es sich jetzt nochmal verzögert, aber bevor ich losreise, möchte ich gerade nochmal ganz kurz gucken, ob wir uns noch irgendwas im Shop kaufen können, damit wir hier auch alles mitnehmen, was geht. Das machen wir jetzt noch ganz schnell, aber dann verzwiebeln wir uns auch so gleich. Schleich dich. Sehr toll. Wir haben 43 Münzen. Das heißt, wir können einmal die Matrosenmütze kaufen. Ja, und leider nicht den Anzug, aber wir können einmal noch den Küstenland-Sticker kaufen. Sieht bestimmt schnieke aus auf der Odyssee. Ich finde, ihr redet ein bisschen wie die Squids aus Splatoon, aber es ist okay. Okay, schauen wir mal. Wo haben wir das Ganze? Da. Oh, hübsch. Blub Lane heißt es wahrscheinlich auf Englisch. Alles klar. Auf in ein anderes Land. Jawohl, so sieht's aus. Wir haben jetzt einen schönen Aufenthalt genossen im Küstenland. Eine wundervolle Welt. Und jetzt heißt es warm anziehen. Genauso wie in echt wird es jetzt auch bei uns im Let's Play um einiges kälter. Wir reisen ins Polarland. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme er mit den Vorbereitungen voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben. Wie wär's mit ein paar unnützen Sachen? Spring und wirf deine Kopfbedeckung, drücke in der Luft ZL und halte Y gedrückt. Okay. Du fliegst direkt zu deiner Kopfbedeckung. Ah ja, okay, das wollte ich ja sowieso mal ausprobieren. Polarland. Brrr. Das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Oh mein Gott. Ich muss diese Zuckergusstorte haben. Sofort. Oh geil. So eine schöne Zuckergusstorte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Im Polarland, in den Schlotterkompen, Geschenk vom Tortendieb. Immerhin vom und nicht Fong. Und Mario ist natürlich sofort kalt. Ja, wir kommen... Oh, fuck, Alter. Wie krass sieht das denn aus? Okay, nee. Wir gehen auf jeden Fall los. Ich als Mensch... Ach ja, toll. Die Münzen sind hier so... So kleine Eisschollen. Ich als Mensch, der absolut keine Kälte ertragen und vertragen kann, weiß natürlich, wie sich Mario gerade fühlt. Von daher kann ich mich super in seine Situation reinversetzen. Also legen wir mal los. Münzen einsammeln müssen wir natürlich trotzdem, weil das tut Mario gut. Weil im Prinzip ist Mario auch nur so wie Wario und denkt sich immer so, Geld. Nur er sagt es nicht so offensichtlich. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, die Dinger zu ernten im Küstenland. Ich Idiot. Okay, das kann man nicht mehr machen. Ui. Aha, verstehe. Alles klar. Das ist ja mal neu.
So, wie war das jetzt? Springen, Kopfbedeckung werfen. Springen, Kopfbedeckung werfen. Wie war das jetzt gemeint? Springen, Kopfbedeckung werfen. Springen, ZL und Kopf. Wahrscheinlich war das gemeint, ne? Super kalt. Komm da raus, aber schnell, ja. Okay, das ist also so ähnlich. Jetzt kommen wieder meine Vergleiche. Ich wette, ihr hasst mich dafür. Es ist so ähnlich wie in einem anderen Spiel. Nämlich in Super Mario 64. Da gab es auch Wasser, das einem die ganze Zeit Lebensenergie abgezogen hat. Weil es einfach so unendlich kalt war. Das war ziemlich cool, muss man sagen. Ich meine, es war natürlich irgendwo auch uncool, weil es halt Lebensenergie abgezogen hat. Aber die Mechanik an sich war interessant. Sagen wir es mal so. So, ist das jetzt hier Eis oder ist das Wasser? Nein, ist das Wasser. Wie auch direkt das Bild so halb einfriert, ne? Was ist denn das? Den können wir aber verschieben, oder? Nicht? Sieht aber schon sehr so aus, als könnte man den verschieben. Na gut, den Kubus kriegen wir nicht verschoben. Leider. Ist hier noch irgendwie weiter? Nein. Was passiert, wenn man hier zu lang drin bleibt? Man verliert tatsächlich ein Leben, okay. Und Mario ist richtig hart eingeeist. Also das Land ist nicht sehr einladend und ich kann mir gerade richtig vorstellen, wie kalt es dort ist. Oh, und der Wind weht noch so ekelhaft. Hör doch auf, ey, das ist die Hölle. Also die Hölle wäre für mich nicht so eine Welt, wie man sie sich vorstellt, voller Lava und voller Hitze und man schwitzt die ganze Zeit oder so ein Scheiß. Nee, nee, bei mir wäre die Hölle einfach das hier. Einfach genau das hier. Kälte, dann noch so kaltes Wasser, wenn du reinfällst, frierst du noch mehr. Da, oh nein, das wäre die Hölle, ja. Definitiv. So. Ich frage mich, was passiert, wenn man in dem Game Over geht. Ich glaube aber nicht, dass wir das noch schaffen werden. Außer wir legen es drauf an und sterben die ganze Zeit absichtlich. Dann vielleicht. Wir sind über dem Eisbrunnen. Moment mal, hörst du auch unter dem Schnee was rumoren? Nein! What the fuck? Keine Ahnung, was es ist. Wir werden es herausfinden. Schlotterkompensiedlung. Wer seid ihr denn? Ohoho, was seid ihr denn? Für putzige Pummelfiecher! Weihnachtspakete sind scheiße! Weg damit! Nein! Oh, ich kann was sehen. Aha. Ich weiß, welches Land das ist. Ich weiß auch ungefähr, wo das ist. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Na gut, ihr wisst auch, welches Land das ist. Hier ist eigentlich von gestern. Du gehst schon? Na okay, dann tschüss. Hallo, wie süß ist das denn hier alles? Wink doch mal. Noch mal winken. Nein, du musst doch mal winken. Aber cool, dass er den Hinweis gibt. Dann weiß ich wenigstens, wohin diese Röhre führt. Aber hier sieht es jetzt wieder ein bisschen einladender aus. So, das mache ich logischerweise nicht kaputt. Denn hier müssen wir drauf. Sehr schön. Eingang zu den Schlotterkompen. Scheiß Weihnachtsgeschenke! Nein! Okay, Entschuldigung. Okay, ich sollte aufhören, so durchzudrehen, ey. Hauptsache Geld, immer Geld. Ja, das ist der wahre Sinn von Weihnachten. Hallo, Geld, Geld, Geld. Ich möchte das Geld haben. Gib mir das Geld. Okay, ist kaputt gegangen. Schade. Warum seid ihr angespannt? Okay, es gibt hier also einiges zu tun, wie es aussieht. Was? Ach, nichts als Scherereien, seit dieses Ungeheuer hier vorbeikam. Kein Rennen, keine Torte, schlimmer könnte es echt nicht kommen.
Du möchtest Souvenirs? Dann bist du hier genau richtig. Lese ich die richtig vor? Ich weiß nicht. Eigentlich müssten die eine etwas tiefere Stimme haben, weil die so dick sind. Okay. Willkommen, mein bärtiger Freund. Wie wär's mit einer Polarkapuze? Kostet nur 5 Schneemünzen. Lila Münzen. Diese kuschelige Kapuze schützt auch die empfindlichsten Köpfe vor dem Erfrieren. Also genau das Richtige für mich, die nehme ich auch gleich. Ganz ehrlich. Na gerne doch. Ja gut, jetzt rede ich auch so wie er. Polaroutfit. Endlich ein mollig warmes Kleidungsstück, das problemlos auch den niedrigsten Temperaturen etwas entgegenzusetzen hat. Wie wär's mit dem Polar-Sticker? Ein vom Schlotter Grand Prix inspirierter Sticker. Ich freue mich schon sehr auf die Rennen, die hier kommen. Keine Ahnung, was für welche sein werden, aber ich bin gespannt. Wie wär's mit dem Schlotterteppich? Dieses Stück greift typische Muster der Kleidung der Schlotteraner auf und eignet sich hervorragend als weicher Bettvorleger in eisigen Gefilden. Oder natürlich die Schlottroschkas. Nö. Nö. Schlottroschkas. Ach, ganz ehrlich, Schlottroschkas. Oh Mann. Öffnet man diese putzigen Püppchen, springt einem ein Schlotteraner entgegen. Pate standen wohl berühmte Sieger vergangener Rennen. Pate stehen? Das habe ich noch nie gehört. Kennt ihr diesen Ausdruck? Ich nicht. Okay, weiter geht's. Willkommen, mein bärtiger Freund. Wie wär's mit dem Hoboherz oder einem Polarmond? Die Schneefelder der Schlotterkompten hielten diesen Mond schön kühl. Na, dann nehmen wir ihn doch gleich mal. Das ist nämlich wichtig, dass wir immer Monde kaufen. Mario Odyssey ist nämlich pay to win. Schlottern in den Shopping-Kompten. Hahaha, falsch rum. So, ich würde mal sagen, was wir jetzt auch noch machen, da wir gerade neu angekommen sind. Wir lesen uns die Karte durch. Polarland. Ein Land des ewigen Schnees und Eises. Die Schlotterkompten. Hier trübt niemandem. Was? Kälte trübt hier niemandem die Stimmung. Die Dichte ist mittel. Die Topografie ist tief und weitläufig. Die Einheimischen sind die Schlotteraner. Währung ist schneeflockenförmig. Industrie besteht aus Torten und Rennen und die Temperatur beträgt durchschnittlich minus 10 Grad. Brrr. Ein warmer Empfang ist dir hier sicher. Sehr schön. Ein gefrorenes Land. Dieses eisige Land... Ah, ich kann nicht mehr lesen, ey. Dieses eisige Land lässt die Glieder gefrieren, aber die Sinne aufleben. Scharfe Sinne benötigt man, denn ein falscher Schritt und man wird im eiskalten Meer schockgefrostet. Dagegen sind die Bewohner der Schlotterkompten für ihre ausgesprochene Herzenswärme bekannt. Warmherzige Bewohner. Die Schlotterkompten sind ein unterirdisches, ins Eis gegrabenes Höhlengebilde. Hier ist es wärmer als oben, aber man muss sich allemal warm anziehen. Trotz der Kälte gewinnen die warmherzigen Schlotteraner jeden Reisenden für sich. Und ganz tief im Inneren der Höhle erlebt man ihre lodernde Leidenschaft für heiße Rennen. Verfolgt man eines davon, wird man sogleich von der Begeisterung angesteckt. Da habe ich gar keine Zweifel dran. So, und dann haben wir hier noch manche Tiere trotzen der Kälte. Wenn es sehr kalt ist, kann man einige Tiere beobachten, wie sie sich in der Kälte vergnügen. Sieh dich aufmerksam um. Ja, das ist jetzt durch die Blume gesagt, schätze ich mal, dass wir noch Pinguine kapern können. Da bin ich gespannt darauf. Schlotter Grand Prix. Der Schlotter Grand Prix ist das Sportereignis dieser Gegend, nur für Schlotteraner. Warum wird klar, wenn man ein Exemplar zu Gesicht bekommt? Nur ihre Unverwüstlichkeit kann den Rennanforderungen, die wildes Umherspringen beinhalten, gerecht werden. Dabei kollidieren schon mal Rennteilnehmer. Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen. Okay. Dann haben wir noch Zuckerguss und Rennen. Neben der großen Rennvorliebe besitzen die Schlotteraner eine weitere für exquisites Backwerk. Besonders berühmt ist die kunstvolle Zuckergusstorte, die auf Hochzeiten sehr beliebt ist.
Doch ist es Tradition, dass nur der Älteste diese Köstlichkeit herstellen darf. Diese Torten werden exklusiv als erster Preis für den Grand Prix gefertigt. Wenn man eine möchte, muss man den Gewinner bezirzen. Oder halt selbst gewinnen. Gletscherspaltengefahr. In Gletscherspalten lauern oft Gefrierbeißer. Diese schrecklichen Kreaturen verfolgen ihre Beute unter dem Eis, schnellen plötzlich hoch und beißen zu. Gutes Springvermögen ist gefragt. Sollte ja für uns kein Problem sein. Mario kann das ja. Und jetzt noch das Reiseland in 3 Punkten. Das Reiseland. Meine Güte, ey, was ist denn los? Erstens, bleib nicht zu lange im Wasser, denn wie du gemerkt hast, wird dir deine Gesundheit geraubt. Zweitens, das Tor zur Siedlung kann unter Schnee liegen. Halte die Augen offen. Drittens, ohne Sprünge geht hier nichts. Gut getimte Sprünge verhelfen zum Sieg. Also da geht es wahrscheinlich dann ums Rennen. Verstehe. Wo wir schon mal dabei sind, möchte ich gerade mal gucken, was wir schon alles gekapert haben. Tatsächlich schon eine ganz schöne Menge. Hier fehlt uns noch was. Hier auch. Okay, also ich glaube, in der Waldwelt fehlt uns auf jeden Fall noch irgendwas. Hier haben wir schon eine Menge gekapert. Insgesamt haben wir 30 von 52 Sachen gekapert. Souvenirs haben wir 18 von 43. Na gut, hier hinten fehlt natürlich noch einiges. Ja, wobei, Sticker haben wir schon. Gut, und mondtechnisch fehlt uns natürlich auch einiges. Ich finde es schade, dass es keine Komplett-Komplett-Ansicht gibt. Gut, wäre auch ein bisschen übertrieben vermutlich. Aber wir haben ja schon einige, also wisst ihr, dass die komplette Anzahl zu sammelnder Monde und die Anzahl, die wir jetzt halt schon haben, ich glaube die 123 oder was das sind, mal dastehen würden. Also nicht nur nach dem eigenen einzelnen Land, sondern im kompletten Spiel. Aber natürlich nur in den Leveln, die man auch schon betreten hat. Sonst würde man sich ja spoilern. Okay, dann gehen wir hier erstmal raus und beenden die Folge an dieser Stelle. Es geht dann morgen weiter hier bei Super Mario Odyssey in den Schlotterkompten. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.